Wie sieht die Mobilität der Zukunft aus? Das fragen sich einige. Eins steht fest, der CO2-Ausstoß auf der Straße muss sich in den nächsten Jahrzehnten deutlich minimieren. Deswegen ist das Fahrrad auch noch in der Zukunft ein wichtiger Bestandteil der Mobilität. Doch wir präsentieren nicht irgendein Fahrrad, nein, wir präsentieren das CARES-Bike. CARES-Bike, das steht für Kinetic Energy Recovery System und basiert auf einer Batterie, die die kinetische Energie speichert. Funktionieren tut das Ganze mit einem sogenannten Flywheel. Bei dem Bremsvorgang wird über ein von uns entwickeltes Getriebe, dem sogenannten Infinity Gear, die Bewegung von dem Rad auf das Flywheel übertragen. Durch die Übersetzung von fast 28.000% können wir die Energie beim Bremsen in unser Flywheel speichern und beim Anfahren wieder zurück aufs Fahrrad übertragen. Dadurch erreichen wir eine Effizienz von 80%. Was bedeutet, wenn wir mit 25 km/h an die Ampel fahren, ohne in die Pedale zu treten, wieder auf ca. 20 km/h beschleunigen würden. Auch die Energie beim Bergabfahren könnte so freigegeben werden, wenn wir den Berg wieder hochfahren würden. Sie sehen also, unser CARES-Bike ist eine tolle Alternative, um Energieverluste in unserer Mobilität zu sparen. Interessant könnte diese Technik sein für Menschen, die eine Unterstützung beim Fahrradfahren haben wollen, aber der Meinung sind, ein E-Bike wäre nur etwas für alte und faule Leute. Besonders effizient ist das aber auch im motorisierten Verkehr, in der Stadt, sei es in Autos oder Mopeds. Das Flywheel würde dort Energieaufwand einsparen, wo die großen Emissionen entstehen, nämlich beim Anfahren. Wenn wir euer Interesse geweckt haben, dann könnt ihr uns gerne noch weiterhin auf diesen Social Media Kanälen folgen.